Hallo, ich bin Max von MaxTechTV und heute zeige ich euch, wie man mit dem Arduino und einer Kamera eine Zeitrafferaufnahme erstellen kann. Eine Zeitrafferaufnahme, auf Englisch auch Timelapse genannt, ist eine faszinierende Möglichkeit, einen relativ langsamen Vorgang, wie zum Beispiel einen Sonnenaufgang, das Aufblühen einer Blume oder auch die untergehende Sonne, in einem relativ kurzen, eindrucksvollen Videoclip wiederzugeben. Das Prinzip dahinter ist recht einfach. Man nimmt in bestimmten Intervallen ein Bild auf und fügt dieses danach am Computer zu einem Videoclip zusammen. Es braucht nicht viel, um eine Timelapse-Aufnahme aufzunehmen. Man braucht nur eine Kamera, ein stabiles Stativ, damit sich die Perspektive der Kamera während der Aufnahme nicht verändert, ein sogenanntes Intervallometer, mit dem die Kamera gesteuert wird, und ein schönes Motiv. Und dazu noch eine Menge Geduld. Denn damit das menschliche Auge eine Bilderfolge als flüssig ansieht, braucht es ungefähr 25 Bilder pro Sekunde. Das heißt, bei einem 10-sekündigen Video brauchen wir schon 250 Bilder. Und wenn das Intervall zwischen den einzelnen Bildern dann noch relativ lang ist, kommen wir so einfach auf eine Aufnahmezeit von mehreren Stunden, die sich aber absolut lohnt. Ich zeige euch heute, wie man mit einem Arduino, so ein Intervallometer, für eine Canon Spiegelreflexkamera sehr einfach selber bauen kann. Ich verwende für meine Schaltung folgende Teile. Ein Arduino Uno, ein 16x2 LCD-Display, zwei Push-Buttons und zwei Optokoppler des Typs 4N35. Außerdem braucht man noch ein Kabel, das man mit der Kamera verbinden kann, mit einem 2,5 mm Klinkenanschluss. Beinahe alle kennen Kameramodelle der digitalen EOS-Reihe, wie zum Beispiel die weit verbreitete Canon 1000D, verfügen über so einen 2,5 mm Klinkenanschluss. Der 2,5 mm Anschluss ist sozusagen der kleine Bruder des 3,5 mm Anschluss, wie man ihn zum Beispiel von Kopfhörereingängen kennt. Auf technischer Ebene hat Canon das Ansteuern der Kamera sehr einfach realisiert, wie wir jetzt gleich sehen werden. Wenn wir nun einmal die Klinke betrachten, sehen wir, dass sie aus drei Ringen besteht. Der unterste Ring, auch Schaft genannt, ist im Inneren der Kamera mit Ground verbunden. Der mittlere Ring ist zum Fokussieren da und die Spitze, also der oberste Ring, ist zum Auslösen des Verschlusses der Kamera angelegt. Je nachdem, wie man diese Ringe nun miteinander verbindet, löst das im Inneren der Kamera entweder den Fokus oder den Verschluss aus. Das heißt, wenn man Ground mit Fokus verbindet, fokussiert die Kamera, und wenn man den Ground mit dem Auslösepin des Verschlusses verbindet, dann macht die Kamera ein Foto. Hier kommt nun der Arduino ins Spiel. Wir brauchen jetzt eine Möglichkeit, wie wir genau dieses Zusammenschalten mit dem Arduino realisieren können. Vielleicht kommt man jetzt auf die Idee, wieso verbinde ich nicht einfach den Fokus oder den Auslösepin der Klinke mit einem Output-Pin des Arduinos und schalte den auf High. Das ist eventuell keine so gute Idee, denn wir haben keinerlei Informationen darüber, wie die internen Schaltkreise in der Kamera aussehen und könnten durch so eine Schaltung das Mainboard zum Beispiel beschädigen. Eventuell hat Canon dagegen Schutzmaßnahmen eingebaut, aber wie gesagt, wir wissen es nicht und es ist, glaube ich, das Risiko nicht wert, eine so teure Kamera im schlimmsten Fall zu zerschießen, wenn man es auch auf einfache Weise lösen kann. Aber auf der sicheren Seite sind wir, wenn wir die zwei Stromkreise, den der Kamera und den des Arduinos, getrennt belassen. Dafür benutzen wir unsere Optokoppler. Denn ein Optokoppler wird eingesetzt, um zwei Stromkreise galvanisch zu trennen und trotzdem fähig zu sein, zwischen ihnen Signale zu übertragen. Dafür besitzt ein Oktokoppler in seinem Inneren eine Infrarot-Leuchtdiode und eine Fotodiode. Man nutzt nun einen Effekt der Quantenphysik, nämlich den inneren Fotoeffekt. Man bringt die Infrarot-LED zum Leuchten und diese emittiert Photonen, die auf die Fotodiode treffen. In ihrem Inneren werden jetzt Elektronen frei und sie wird leitfähig. Das werden wir nutzen, um die zwei Pins der Klinke miteinander zu verbinden, ohne wirklich eine Verbindung zu diesem Stromkreis herzustellen. Der Rest der Schaltung ist nun in gewisser Weise Arduino-Standardwerkzeug. Wir verwenden ein zweizeiliges LCD-Display, um die Informationen darzustellen, und zwei Push-Buttons, damit wir sie konfigurieren können. Den Sketch und den Schaltplan findet ihr im Übrigen hier unten in der Videobeschreibung. Der Code basiert auf dem Code von einem User namens LordYo.
Seinen Artikel dazu findet ihr auf seiner Homepage und den Link dazu findet ihr auch hier unten in der Videobeschreibung. Die Funktionsweise des Codes wird in Sketch direkt anhand von Kommentaren ziemlich gut erklärt. Das heißt, ich werde hier jetzt darauf nicht eingehen. Ich werde euch jetzt direkt zeigen, wie der Sketch auf dem Arduino funktioniert. Also gucken wir da mal drauf. Startet man den Arduino, kommt man nach einem kurzen Begrüßungsschirm zum ersten Menüpunkt. Durch Drücken des linken Buttons können wir nun das Intervall in 100 Millisekunden Schritten erhöhen. Wenn man diesen Button hält, wird das Intervall immer weiter ständig erhöht. Durch Drücken des rechten Buttons kommt man in den nächsten Menüpunkt. Hier hat man nun zwei Möglichkeiten. Drückt man den rechten Button noch einmal, wird der angezeigte Wert bestätigt. Möchte man ihn noch einmal ändern, drückt man den linken Button erneut. Das setzt den Wert zurück und man gelangt wieder in den Menüpunkt zuvor. 4,8 Sekunden passt mir nun ganz gut und ich bestätige diesen Wert mit dem rechten Button. Im nächsten Menüpunkt können wir die Anzahl der zu schießenden Bilder auswählen. Hier sollten wir noch einmal daran denken, dass wir pro Sekunde 25 Bilder machen sollten. Das heißt, wir brauchen eine sehr hohe Anzahl von Bildern. Hier also lieber einen zu hohen Wert wählen, als einen zu niedrigen Wert. Ich mache jetzt in diesem Fall mal 150 Bilder einfach. Mit einem Druck auf den rechten Knopf bestätigen wir diese Auswahl jetzt. Nun kommt ein kurzer Countdown und danach beginnt der Arduino mit der Aufnahme. Auf dem Display wird die benötigte Restzeit in Minuten angezeigt. Diese wird nach jedem Intervall aktualisiert. Der Arduino rundet dabei auf. Das heißt, wenn noch 30 Sekunden verbleiben, wird eine Restzeit von einer Minute angezeigt. Wenn die Aufnahme abgeschlossen ist, wird ein Endebildschirm angezeigt. Hier kommen nur noch ein paar Tipps, wie man schöne Zeitrafferaufnahmen hinbekommt. Man sollte darauf achten, dass die Kamera auf einem stabilen Stativ steht und man sie während der Aufnahme nicht berührt oder verschiebt. Denn das führt im fertigen Video nachher dann zu sehr kurzen Rucklern, die sehr unruhig wirken und einfach nicht schön sind. Außerdem sollte man darauf achten, dass die Kamera im manuellen Modus sich befindet. Das heißt, dass sie die ISO, die Belichtungszeit und die Blende während der Aufnahme nicht ändert. Denn wenn man die Kamera auf Auto stellt und dann Bilder macht, entscheidet die Kamera für jede Aufnahme neu, was die optimalen Belichtungssettings sind. Das fällt einem dann bei wechselnden Lichtverhältnissen später in der Aufnahme sehr deutlich auf, nämlich anhand von Flackern, wenn jedes einzelne Bild eine andere Belichtungseinstellung verwendet hat. Als letztes sollte man nur noch darauf achten, dass die Belichtungszeit nicht länger als das Intervall des Arduinos ist. Denn das würde sonst heißen, dass die Kamera noch gar nicht fertig mit einem Bild ist und der Arduino dann versucht, schon wieder ein neues auszulösen. Das heißt, man überprüft einfach, dass das Intervall länger ist als die Belichtungszeit auf der Kamera. Jetzt habt ihr alles, was ihr wissen braucht, um schöne Timelapse-Aufnahmen zu erstellen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und es war hilfreich. Wenn dem so ist, gebt dem doch einen Daumen hoch und teilt es mit euren Freunden. Wenn ihr selbst coole Timelapse-Aufnahmen gemacht habt, könnt ihr sie gerne hier als Videoantwort auf dieses Video posten. Für mehr Tutorials zum Thema Arduino könnt ihr auch meinen Kanal MaxTechTV besuchen. Ich würde mich freuen. Ansonsten viel Spaß beim Zeitrafferaufnahmen machen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!